Zwar ist es leicht, das lyrische Trompetenspiel des beliebtesten Musikers des West Coast Jazz rein äußerlich zu beschreiben, es in seiner ruhigen, leisen und schlichten Art von den bislang dominierenden Spielweisen, dem explosiven Bebop, aber auch dem intellektuellen New Yorker Cool Jazz abzuheben. Es lässt sich ebenso leicht feststellen, dass seine Begabung, vor allem die eines Melodikers war, der mit wenigen Tönen viel mehr sagte als andere mit nicht enden wollenden Tonkaskaden. Und wenn er dann so behutsam wie nur möglich mit der Trompete einsetzte, dann klang es wie eine zärtliche Liebeserklärung. Everything happens to me. My Funny Valentine landeten sie 1952 einen Riesenhit. Hier war die Simplizität auf die Spitze getrieben. Baker und Mulligan spielten im Grunde sogar nur andächtig und zart die Melodie. Hier und da leicht paraphrasiert. Es wurde eine Kultaufnahme. Der holländische Autor Jules Delder meinte, wenn da das Auge trocken bleibt, dem ist alles Menschliche fremd. Chet Baker hat nicht nur ein Leben lang diesen Song gespielt, es wurde sein Song, dem er immer wieder mit überraschenden Abwandlungen neues Leben einhauchte. My Funny Valentine.
Schläger hat nicht nur praktisch sein ganzes Leben auf höchstem Niveau musiziert, er blieb unter schwierigsten Umständen schöpferisch und wagte in aussichtslosen Situationen Neuanfänge. Fast noch eindrucksvoller ist die Tatsache, dass er, der einst als Art Symbol der Jugend kometenhaft aufgestiegen war, am Abend seines Lebensweges den Höhepunkt seiner gestalterischen Fähigkeiten erzielte. Chet Baker gehörte sogar zu den wenigen Jazz-Trompetern, denen dieses gelang. Es war weder Louis Armstrong noch Dizzy Gillespie vergönnt, sich unaufhaltsam zu verbessern. Selbst Miles Davis ging durch seine vielen Wandlungen nur als anders, aber nicht als besser spielender Trompeter hervor. Der alternde Chet Baker spielte aber nicht nur an guten Tagen technisch besser, weil sein Tonumfang größer war als einst oder seine Fähigkeit zunahm, in sich schlüssige Melodielinien zu ersinnen, die in ihrer architektonischen Vollkommenheit mit so zerbrechlichen Naturwundern wie Schneekristallen oder bunten Schmetterlingen vergleichbar waren. Er wurde 58 Jahre alt. Für einen Menschen mit seinem Lebenswandel, der bereits oft dem Tod in die Augen geblickt hatte, ein geradezu biblisches Alter. Thank you.